The Evil Within, ja, Folge 8 mittlerweile. Und ja, wir haben in der letzten Folge gesehen, dass in der Scheune da drüben Mr. Fetty wohnt. Und da oben ist unser Scharfschützenboy, die wir jetzt ein wenig umgehen werden, weil ich will ja auch nicht sterben. Ich will ja leben. Leben? Kann ich irgendwie rüberklettern? Nee, ne, oder? Wahrscheinlich nicht. Und er sagt ja auch, er braucht Deckung. Die Frage ist natürlich, was für eine Deckung braucht er? Ja, er kniet sich schon wieder nieder da oben. Der schießt auch jetzt. 100%. Was? Was? Alter, fick dich! Alter, mein halbes Leben weg. Das gibt's doch gar nicht. Ist es? Was? Sie sind tot. Ja, das ist jetzt so schnell ging, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja, gut. Soll uns nicht daran hindern, dass wir dann nochmal vorgehen. Ich hoffe, der Speicherstand ist eigentlich, der Autosave ist eigentlich ganz human. Das ist nicht sehr schön. Die Kill. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, wir hatten... Okay, wir hatten hier schon das Tor geöffnet. Okay. Okay, das heißt, wir können, wo kommen wir raus? Ich möchte doch... Das heißt, wir müssen wieder alles sammeln? Oh, nee. Mach die Tür auf. Irgendwo war hier definitiv, ein Ausgang. Huch, wo sind wir denn jetzt hier? Da kommt doch jetzt einer, ne? War doch so, oder? Okay, diesmal nicht. Okay, der scheint schon, ja, weg zu sein anscheinend. Also, dann denke ich mal, dass wir hier raus dürfen, ne, oder? Nein, die Tür ist verschlossen. Naja, dann gehen wir diesmal hier wieder raus. Aber was hat er denn dann gespeichert? Hat er denn den Raum oben gespeichert, hier bei Fetty? Und bei, und da oben? Ich glaube nicht. Aber der Scharfschütze macht mir echt Sorgen. Also der... Nee, okay. Hier müssen wir alles wieder sammeln. Naja. Sogar die Lebensspritze müssen wir sammeln. Okay, dann füllen wir mal auf. Aber wir sind noch besser ausgerüstet, weil wir schon vorab ein bisschen mehr Leben mitgebracht hatten. Habe ich ja ganz vergessen. Habe ich ja total vergessen. Kein Problem, kennen wir alles. So, gehen wir natürlich erst nach oben. Ach, da hinten können wir nach unten gehen. Ja, dann machen wir das doch so. Dann gehen wir doch durch die Scheune. Dann brauchen wir den Scharfschützen gar nicht ablenken. Aber ich werde trotzdem erst gleich nach draußen gehen. Denn wir können dort ja auf dem Turm noch ein paar Utensilien, auch für unsere Qualenbrust, für unsere Qualenarmbrust, die haben wir ja leider noch nicht. Aber diesen Blitz, diese Blitzbolzen, glaube ich, oder was das war, die haben wir ja da vorhin gefunden. Möchte ich doch gerne nochmal einnehmen oder aufnehmen. So. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Haben wir im Übrigen immer noch nicht gefunden. Ich hoffe, irgendwo liegt eine rum. Pumpguns sind immer am besten in so Horror-Survival-Klamotten. Okay, ich werde mal so ein bisschen forsch hier rumlaufen. Das kennen wir ja alles. Ja, aha. Okay, Streichhölzer sind voll. Hier wissen wir also Leiter.
Denn da ist der Eingang, wo wir vorhin gestorben sind. Das heißt, wir werden dann jetzt rausgehen zum Turm, dann wieder rüber, hier wieder rein und die Leiter runter. Ich denke mal, das ist eine gute Aufgabe, das kriegen wir gemeistert, das werden wir hinbekommen. Wir können ja eigentlich auch hier raus, ne, oder? Aber hier habe ich wieder die Befürchtung, dass uns da wieder irgendeiner sieht. So mit, naja, gucken wir doch mal. Gehen wir wie der Otto-Normalverbraucher einfach durch die Tür. Na, guck an. Eine Granate. Ah, mach die scheiß Tür auf. Keine Zeit jetzt für langsam aufmachen. Ich hoffe, euch gefällt das auch mit der Schwarz-Weiß-Kamera. Ich höre zwar welche, aber ich sehe niemanden. Ach da, oh, oh, da oben, eine Tür. Der ist... Alter, die können Türen öffnen, Alter. Was? Aua! Ach, scheiße! Mann, hab ich ganz vergessen. Fuck! Scheiße. Mann, die sind aber auch... Mann, die siehst du aber auch gar nicht, diese scheiß Kackdinger. Mann. Da ist schon wieder eins gewesen. Ach ja, jetzt kommt er hier, ne? Können wir den nicht entzünden? Brenn, du Sau! Brenn, du Sau! Brenn, du Sau! Ah. So. Da nehmen wir natürlich alles erstmal wieder schön mit. Ach, mich juckt's schon wieder. Und so, das heißt für uns erstmal die Kisten hier mitnehmen. Pass auf, jetzt kommt gleich die Omi vom PT. Pass auf. Die hat immer so komisch gelacht. Können wir bei dem auch wieder aufsammeln? Ja, können wir. Uah. Ja, nimm doch auf. So, sehr schön. So. Und natürlich werden wir erstmal die Leiter nach oben steigen. Hinauf, empor. So, ich gehe die Leiter nach oben. Und oben wird man mich loben. Ja. So. Da haben wir wieder den... Ja, neuen Gegenblendbolzen. Schön, wissen wir schon den neuen Gegenstand. Huch, nein, 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 nein. Basti, wo willst du denn hin? Wir müssen dir noch die Gegenstände mitnehmen. Wie zum Beispiel dein Haargel. Dein Haargel und, ach, da hängen welche. Oder einer zumindest. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Aber ich glaube, die Alternative mit der Dings, mit der Scheune ist gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist nur, halten die Ketten beim Fetti? Ich weiß es nicht. Wo ist der jetzt gerade rausgekommen? Okay, da scheint keiner zu sein. Sollten schleunig sonst... Ich weiß, dass hinterm Wagen noch irgendwie so eine Dings... Oh, eine Fackel. Eine Fackel. Eine Fackel. Und hier lag auch noch Haargel. Immer schön Haargel mitnehmen. Kann man sich gut in die Haare schmieren. Der hat auch epileptische Anfälle. Ich glaube schon. So. Ja, gehen wir mal hier ein wenig schneller durch. Denn... Huch, was war das denn? Achso, eine Flasche. Nein, wir haben aber eine Fackel. Ja, jetzt wird sich zeigen, ob die Ketten halten. Ich gehe nicht davon aus. Hä?
Alter, wer macht denn sowas? Da hängt schon wieder und da sind Schweine. Ich will es gar nicht wissen. Der kommt gleich, hundertprozentig. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen, der kommt gleich. Das kann doch gar nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Die Frage ist, wo renne ich dann hin? Weil dann habe ich noch ein größeres Problem. Weil wie soll ich den erledigen? Kann mir das mal einer erklären? Obwohl, ich habe noch eine Handgranate, zwei Stück, ne? Das geht kaputt, das Tor. 100 Pro, das... Vielleicht, wenn wir uns schleichen? Das skriptet, das ist doch geskriptet, oder? Ich lass mal die Mine aktiv. Boah. Alter, diese... Boah, diese Dramatik, die macht mich voll fertig gerade. Ich habe übrigens Gänsehaut. Weiß nicht, kann man es sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oha, scheiße! Fuck, Mann! Shit! Mann, erschreck mich doch nicht so. Kisten öffnen. Steuerungsinformationen. Halten, öffnen. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Nein. Aha. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Und jetzt? Halten? Ja, ich halte. Hä? Ah, okay. Habe ich zwar noch nicht ganz so verstanden mit der Kiste. Okay, also wenn sie anfängt zu piepen, loslassen, glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass ich so ungefähr richtig verstanden habe. So, neuer Gegenstand, Eigenschaften. Explosivbolzen, 100%. Explosivbolzen, ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegner platziert werden. Das klingt famulös. Und wir haben sogar... Wenn ich das richtig gesehen habe, Schrotflintenmunition eingesammelt. Ich sag ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Mein Gott, gibt's hier viel zu sammeln. Oh ja, Hagel. Hagel nicht vergessen. Drei Wettertaft. Sie befinden sich in einem Zombie-Areal. Der Regen fällt. Gewitter. Drei Wettertaft. Hagel. Habe ich das Schleifwerbung gemacht? Oh nein, der steht doch auf. Das sehe ich doch schon. Der steht doch auf. Kann ich ihn anzünden? Ja, ich will ihn anzünden. Haha. Oh, der andere steht auch auf. Nein! Nein! Der rennt, der rennt, der rennt, der Drecksack. Haha. Fit, fit, fit. Ich feier grad voll. Juhu. Aber wir haben keine Fackel mehr. Das ist scheiße, denn, ja. Jetzt muss ich nämlich selber Licht anmachen. Und ich, ich glaube, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Sind wir jetzt an dem... Da steht einer. Ich sehe ihn. Ich glaube, wir sind an dem Dings vorbei. Kann das sein? An dem Scharfschützen? Weil ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Volles Rohr. Hier ist auf jeden Fall eine Falle. Kann ich ihn irgendwie anlocken? Hallo? Hallo, ich bin hier. Hallo? Okay, ich müsste ihn irgendwie anlocken. Aber ich glaube, dann kommen die anderen auch. Deswegen warte ich damit noch ein wenig. Und schaue mich hier mal um. Schade, dass wir auch keine Karte... Ich glaube, wir haben... Das Kartenstück 1 haben wir, glaube ich... Irgendwo liegen gelassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, können wir hier raufklettern? Hallo? Tatsache. Ich möchte mich doch mal ein wenig hier umsehen, wo ich hier bin. Ach, da ist der Scharfschütze. Ja, da ist der Scharfschütze.
Jetzt weiß ich, wo wir sind. Links am Gebäude vorbeigelaufen. Links an dem Gebäude sind wir vorbeigelaufen. Hier an diesem Wasserturm oder was das sein soll hier. Oder dieses runde Gebäude. Ja, ich würde diesen Typen gerne anlocken. Aber schauen wir mal. Oh, ich habe einen Texturfehler entdeckt. Seht ihr ihn auch rechts? Oh, Entschuldigung. Soll man ja nicht drauf rumreiten? Oh, die Flasche ist super. Damit können wir den einen gleich hinlocken. Bevor ich jetzt hier weitergehe, erst das Haargel einsammeln und den Typen dahin locken. Locken. Nicht locken, sondern locken. Locken. Zu der Falle. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, er kommt. Wenn nicht, wäre egal. Wäre auch nicht so schlimm, wenn er nicht kommt. Hat ja super geklappt. Mit dem Anlocken. Ich hoffe, ich kann ihn so irgendwie anlocken. Hier ist übrigens noch eine Bärenfalle. Hallo? 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 Weißt du was? Ich werde den gleich, glaube ich, von hinten einfach erledigen. Hallo? Oh, der hat geschossen, der Drecksack. Der Drecksack hat geschossen, das heißt, er hat uns gehört. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, der Dicke ist noch da drin. Fetti. Fetti ist noch da drin. Ich werde die Falle mal vorsichtshalber stehen lassen. Ja, man weiß ja nie. Es könnte ja sein, dass wir die noch vielleicht selber brauchen. Wir dürfen sie nur nicht vergessen. Wir müssen sie im Hinterkopf behalten. Weil man weiß ja nie, wenn man eine Falle braucht. Ich brauche auch sehr häufig Fallen. Auf jeden Fall. Alter! Ich meine, ey, cool, geil. Wer macht denn sowas? Warum jumpt der? Wow! Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Oh! Oh! Ach so, okay. Scheiße. Wow, 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 wow. Drück drauf! Na natürlich, warum funktioniert das bei dem nicht? Hallo? Warum funktioniert das bei dem nicht? Kann mir das mal einer sagen? La 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 la. Den werden wir mal anzünden. Wird sicher ist sicher. Was haben wir hier? Oh. Oh, die Qualenarmbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Spanngeschwindigkeit 1 Sekunde, Reichweite 100%, Nachladegeschwindigkeit 1,52 Sekunden. Nachladen, Munition, wechseln, Viereck. Okay. Genau, der geht mir irgendwie auf den Sack. Er ist zwar langsam, aber... Aber der ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich würde es gerne mal mit dieser Falle ausprobieren hier. Ich weiß nicht, warum. Anscheinend sucht er uns. Die Dinger... Was hat... Ist jetzt auf Schnauze gefallen? Ach nee. Na komm, noch ein wenig, komm, noch ein wenig, komm. Komm, noch ein wenig runter, komm. Ja, komm. Komm. Nein. Mist, so eine Scheiße, aber... Aua, 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 aua. Ja, ist doch gut, 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 ist doch gut. Warum passiert denn da bei dem nichts? Will er mich verarschen? Ey, das gibt's doch nicht. Der steht doch voll drunter.
Ach, Kinders, wisst ihr was? Wir werden einfach mal die Qualen am Brust... Qualenbolzen herstellen. Steuerungsinformation R1. Um ausgewählten Bolzen herzustellen, mit Fallenteile kannst du Bolzen für die Qualenarmbrust der Art herstellen, die du kennst. Okay. R1, Bolzen herstellen. Uah. Ah, okay. Moment. Ich werde die noch eben auf die Schnellwahltaste legen. Und dann wollen wir sie mal ausprobieren, ne? Die Armbrust. Ach du Scheiße. Ups. Ah, okay, jetzt kann man die auch wechseln. Einmal diesen Blitz und einmal diesen was? Wieso lebt der denn noch? Alter, wieso lebt der noch? Alter, wieso lebt der noch? Wieso lebst du noch? Jetzt lebst du nicht mehr. Alter, jetzt lebst du nicht mehr. Da kannst du ruhig zappeln. Ja? Du blöder Affe. Alter, geh brennen, geh sterben. Alter! Alter, geh sterben! Alter, geh sterben! Alter! Was ist das denn? Was? Irgendeiner kommt da, glaube ich. Wenn ich das richtig höre. Oh, nimm. Wo? Oh. Alter, fliegen! Wie kann der noch weiter? Wie kann der noch weiterleben? Wow! Alter, wie können die noch weiterleben? Die sind doch klinisch tot. Die sind doch alle klinisch tot. Die haben wir doch. Das gibt's doch nicht. Was haben wir hier? Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. So, neuer Gegenstand erhalten. Schrotflinte. Diese Schrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. So, Schadensmultiplikator 100%, Feuerrate 1,60 Sekunden, Nachladegeschwindigkeit 3,16 Sekunden, Magazingröße 4, kritischer Schaden plus 0%. Ja. Oh mein Gott. Da haben wir ja schon jede Menge. Da haben wir ja schon jede Menge Zeus jetzt hier. He's watching. We can't leave. Okay, sie guckt. Oder er guckt. Nee, he's. Also sie guckt. We can't leave. Okay, wir können es nicht verlassen. Naja, ich würde sagen, in einer weiteren spannenden Folge The Evil Within geht's hier weiter und wir haben die Qualen am Brust. Yeah! Puh. Und ich würde sagen, ja, beim nächsten Mal schaltet ihr auch wieder da ein. Also, dann, ja, macht's gut. Tschüss.